Ach so, ja, ich Vollidiot sollte die Aufnahme starten. Die Mongolen besiegen. Ich glaube, Schleichen ist hier nicht so meins. Aber das kriegen wir schon hin. Warte mal, wie kann ich den denn... Was zum Geier? Ich hab doch... Wo kommen die denn alle her? Maul, du Lappen! Arschloch, dreckiges. Was heißt denn hier? Dosho, Honcho, Foncho, Poncho? Ja, natürlich. Da man lockt den doch! Du Lümmel! Alter, ich werde mich erstmal um diese Lappen hier kümmern. Yo. Ich hinterfrag das jetzt mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, was er. Gut gemacht, mein Herr. Ein Problem, Süße. Vielleicht soll ich es ein bisschen mehr mit Respekt behandeln. Es kommen mehr Mongolen, wenn diese Männer nicht zurückkehren. Könnt ihr bleiben? Ihr könnt so viel Sake trinken, wie ihr wollt. Das geht dann aufs Haus. Ich fürchte, ihr müsst umziehen. Geht zum Goldenen Tempel in Ariake. Dort suchen viele Zuflucht. Vielen Dank, mein Herr. Das ist okay. War ein cooles Angebot. Kann man nicht meckern. Technikpunkt verdient. Wir haben 2. Alles Mann der Entschlossenheit. Ja, ist okay. Nehme ich mit. So, dann muss ich nochmal gucken. Muss ich schon wieder an einen neuen Controller gewöhnen? Das ist doch... Naja, mehr oder weniger. Was ist denn Talisman? Unbeugsamkeit. Entschlossenheit, ne? Entschlossenheitsgewinn. Gesundheit, wenn du dich heilst. Ja. Wohlseins? Nein. Zweifachen Zerstörung. Nö, bin eigentlich soweit ganz glücklich. Aber noch 2 Technikpunkte. Kampfhaltung. Warte mal, schwere ein. Okay, das sieht nicht schlecht aus, die Windhaltung. Aber dafür, soweit sind wir noch nicht, ne? Steinhaltung ist, ja, gut. Ist halt relativ schwierig. Windhaltung, effektiv gegen Speerkämpfer, Schildträger, Schwertkämpfer. Bin eigentlich mit der Wasserhaltung sehr zufrieden. Gedrückt halten und dann 4-mal. Ich werde sowieso nicht hinkriegen. Schaden durch jeden Schlagwirbel. Oh ja. Ich werde sowieso nie hinkriegen. Also, meh. Samurai. Warum kann ich nicht eigentlich Bogen... Oh.
Na, so weit bin ich noch nicht. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ja, also mehr FPS habe ich auf jeden Fall drin. Die Frage ist halt nur, warum leuchtet das? Legendenerzähl interessiert mich doch nicht. Geschenkaltar. Oh, das mache ich. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, so. Für die YouTube-Leute, ich entschuldige mich für die letzten beiden Horizon Zero Dawn Parts, Horizon Forbidden West Parts. Da gab es ein kleines Malheur. Da habe ich voll Idiot vergessen, Dingsbums zu machen. Ein Knöpfchen zu drücken und deswegen gab es da in dem Spiel einen Hall. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Natürlich, gute Frau. Euch fehlen die benötigten Materialien. Boah. Tut mir leid. Aber was bringt das? Ich würde gerne Kurzbogen, ja, erhalten, aber was... Stabilität, Nachladetempo, Reichweite, Schaden... Oh. Not bad. Ihr habt meinen Dank. Gibt es hier auch einen Schmied? Jetzt nicht einen Bogenmacher, sondern jemand, der mir vielleicht... Arme Hatsu. Sie wird gewiss bald verhungern. Von wem redet ihr? Eine Witwe. In den Außenbezirken von Tsutsu. Sie lebt allein und kann für sich selbst kein Essen beschaffen. Ich sehe nach ihr. Da werden wir auf jeden Fall mal eine Runde Nebenquests machen. Und den Damen hier zu helfen. Bin aber überlegen, ob ich mir die PS5-Version... Ihr seid hier! PS5-Version installieren werde. Ich kam direkt hierher, abseits der Straßen. Wie ihr sagtet, Fürst Sakai. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wie hält sich euer Kleiner? Er ist tapferer als sein Vater. Die Leute wollten mir nicht glauben, dass ein Samurai uns hergeschickt hat. Passt auf euch auf. Und auf den Kleinen. Die Leute hier haben nicht viel zu geben. Doch wir werden nach Kräften helfen. Das lobe ich mir. So. Rüstungsmacher, ne? Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Yo! So viel Eisen! Eine Ehre, euch zu dienen, mein Herr. Das ist schön. Gibt's auch ein Geschenkaltar, aber den habe ich doch eigentlich schon, oder? Ja. Das bedeutet, ich brauche eigentlich nur noch ein paar Vorräte, dann kann ich meinen Bogen wieder verbessern. Das ist eigentlich ganz gut so. Dann würde ich sagen... Okay, Kamigata, da bin ich noch nicht so weit. Toyotama auch nicht. Toyota. Neue Inhalte verfügbar, interessiert mich eigentlich eher weniger. Dann würde ich gerne mal... Ich habe doch ein paar Sachen. Karte wurde aktualisiert. Adachi Anwesen, das bringt mir alles nichts. Gentenerzähler interessiert mich auch nicht. Was haben wir denn hier? Säule der Ehre, Schwertkit. Nicht abgeschlossen. Interessant. Interessant. Ich nehme jetzt ein neues Schwert. Frühlingsbambus. Selbst der älteste Samurai kämpft mit dem Elan der Jugend. Das ist okay. Ich will mal was gucken. Ausrüstung. Das ist nur Aussehen, ne? Ich würde jetzt... Nimm dich in Acht vor der feurigen Vergeltung eines... Ja. Wieder hier, Schlag ohne Vorwarnung zu. Ja, ich weiß es echt nicht. Tempotarnung. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich glaube aber... Man wählt hier nur das Aussehen. Was ich gar nicht so schlecht finde, finde ich okay. Kleidung. Bei der Kleidung bin ich mir nicht so ganz sicher. Was
So schön die Samurai-Rüstung auch ist, ich finde die irgendwie so ein bisschen... Ja gut, kaputte Rüstung. Ich finde die so, die sieht so... Keine Ahnung, die sieht irgendwie so ein bisschen unbehaglich aus. So ein bisschen, ich weiß nicht, so... Als wäre die nicht ready. Was leuchtet da im Hintergrund? Müssen wir eigentlich unsere Sora wieder rufen? Ach so, hier kann man meditieren. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Hatten die mir nicht irgendwas markiert? Warte mal. Berührung eines Heilers. Was haben wir hier? Verloren auf See. Leute fürchten den Waffenschwingen verstörenden Mann. Der könnte nützlich sein. Leere Körbe. Blut im Gras. Okay, okay, okay. Aber wir haben doch hier... Karte aktualisiert. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich würde aber dann sagen... Habe ich das abgeschlossen? Ja, kann schon schnell reisen. Hier geht die Hauptstory weiter. Kriege ich auch eine neue Rüstung. Weißt du was? Wir machen hier weiter. Und reisen hier hin. Doch, das machen wir. Super. Eine mächtige Hexe. Dann wollen wir mal. Komm zurück, Justin. Legion Farsinta. Was ist Barry? Bibi. Dosho. Turkes. Aua. Yo. Ich will nichts sagen, aber... Oh ja! Man kann es auch übertreiben. Das ist dumm. Kann doch nicht sein, dass sie mich ständig parieren und blocken. Nein, komm schon. Das war unfair. Das war einfach nur scheiß eklig. Hab nachgeschaut, weil du gefragt hast, ob es in Gold-Silver-Remake noch das Feature mit Lapras gibt. Es ist immer noch so, dass in der Höhle von Azela Sette nur... Ja, okay. Das ist okay. Das ist cool. Finde ich super, dass sie das beibehalten haben. Das hat mir so ein bisschen den Freitag versüßt, weil ich glaube, damals war das so, um nochmal ein bisschen auf Pokémon zurückzukommen, war das so, dass ich, glaube ich, als Einziger, wir waren ja immer alle so kompetitiv im Pokémon-Bereich, in Gold und Silber, und war so später auch in Kristall, obwohl Kristall eigentlich kaum einer haben wollte. Außer ich, weil es die Oma mir geschenkt hat. Ja, weil ich ja vom Jugendheim aus nach Hause gefahren bin mit dem Zug, hatte ich da freitags immer viel Zeit und habe dann einfach mal die Höhle erkundet. Und hab Lapras Random-like gefunden. Und an sich ist Lapras nicht schlecht, wenn man es richtig trainiert und wenn man es richtig benutzt. Ich weiß nicht, warum es hier so ruckelt. Wieso? Das sind niemals 60 FPS. Das
kann aber auch an der Übertragung zu Lapras. Das ist ein gutes Wassereis-Pokémon. Das stimmt, ich mag Lapras. Ich mochte es eher im Anime sehr. Ich glaube, ich sollte mir doch die PS5-Version holen. Aber nochmal 30 Euro für das Spiel reinstecken und es dann ewig in 3 Tagen runterladen, ich weiß nicht. Wo sind die denn hin? Ich weiß echt nicht, wo die hingelaufen sind. Die haben sich wohl verpisst. Keine Ahnung. Bin das nur ich oder merkt ihr auch so manchmal so leichte Ruckeln? So leichte Ruckler. Ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass OBS vielleicht Probleme hat. Sora. Wo bist du dann? Da oben. Oder ob die Version sich mit der Konsole nicht so ganz einig ist. Auf jeden Fall flüssiger und leiser. Das ist auch wichtig. Nee, Lapras finde ich super an sich. Ist solide. Ist jetzt kein Overtier-Top-Vieh, aber ich finde es okay. Da liegt etwas oder jemand. Ich finde es halt komisch, dass ich auf der Karte diese Markierung nicht finde. Ich kriege zwar immer Legenden erzählt, so nach dem Motto, ja, hier, da und da ist eine alte Witwe, ich würde ihr jetzt gerne helfen und ihr ein bisschen was vorbeibringen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Hier scheint wieder ein verbrannter Schrein zu sein. Die Frage ist nur, habe ich den schon oder nicht? Sieht nicht danach aus. So, Lapras hält gut mit den oben. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Zumal mit Eisattacken beherrschen und somit ein Counter gegen den Dämon. Yeah. Luppi, was geht? Guten Tag, Fürst Sakai. Achso, stimmt. Ich bin ja deren Chef. Luppi, die Blub, dank dir. Gegen Despot hat Lapras eben. Ja, das stimmt. Wegen seiner Eis-Wasser-Kombination ist es generell ein relativ guter. Fürst Sakai. Ich glaube, ich sah Fürstin Masako zum Strand von Komoda reiten. Wir können der Lobby sprechen, wenn du Bock hast. Und ihre Söhne. Die Mongolen sollen immer noch am Strand sein. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Mich besorgt eher, was sie ihnen antut. Aber ihr habt recht. Ich sollte sie nicht alleine lassen. Ich fand es damals halt immer lustig, als ich, glaube ich, einmal gegen unseren Top-Kämpfer mit seinem OP-Despotar in Kampf gegangen bin und habe dann, glaube ich, eine Maschomai oder sowas, irgendein Kampf-Pokémon eingesetzt und ich habe halt mit Lack Wuchtschlag getroffen und habe dann sein Despotar one-hitted. Ich meine, doppeleffektiv, Gestein, Unlicht. Scarabon, damit habe ich Mew gemacht. Mew und Mewtwo. Scarabon war auch ziemlich geil mit seinem Feel-Ender oder so. Wie das. Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher. War das Feel-Ender? Ich meine, Feel-Ender war in der zweiten Gen die stärkste Attacke. Also Scarabon und ein Kampf-Pokémon und Relaxo und Nachtara das und X-Bad. Ja, X-Bad glaube ich nicht, weil Nachtara Toxin hatte. Aber X-Bad war so ein Verwirrungsmonster. War schon ein ekelhaftes Team. Ansonsten bestanden bei uns halt die meisten Teams aus, was weiß ich, Glurak. Wir sind weggelaufen, als die Mongolen kamen. Vater sagte, die Kami beschützen uns. Der Schrein wäre ein gutes Versteck. Und alles. Ja, ist okay.
Kann man mal mitnehmen. Pokémon Gen 2. Lass mich raten, hier geht's nicht weiter. Einfach so ein bisschen, was bei uns auf dem Schulhof so Standard war, was wir dann wo ich dann halt später aus der Rolle gefallen bin, gemerkt habe, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Obwohl das PvP-Spiel bei Pokémon habe ich ja auch erst richtig kennengelernt, als ich im Duellturm gespielt habe. Muss ich sagen. Vorher halt einfach irgendein Pokémon auf Level 100 trainieren mit ganz vielen starken Attacken. So. Das war, glaube ich, so der Standard. Ja. Mach dir gute neue Pokémon. Ja, das müsste ich auch mal machen. Das stimmt. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich so viel vorgehabt zu zocken und hab's halt nicht hinbekommen. Weil ich einfach irgendwie auch nur begrenzt Lust hatte. Das war nicht schön. Bin jetzt wieder zurück. Doch, komm schon. Hier muss es doch irgendwo noch einen Weg hochgehen. Warte mal, hier war ich doch noch gar nicht. Das ist ein kleines Lager. Schriftrolle lesen. Vater ist krank. Er hört nicht auf zu zittern und das Essen wird knapp. Als wäre das nicht schon schlimm genug, sind jetzt noch die Mongolen zurück. Mein Bruder hat Angst, dass sie den Weg über die Brücke finden. Weg über die Brücke. Haben sie den hier verbrannt? Von nicht. Weg über die Brücke. Fuck. Aber das ist immer schlimm, wenn du verschiedene Spiele spielst, relativ zeitgleich und jeder eine andere Steuerung hat. Aufsammeln ist einmal X und hier R2. Dabei muss ich mich ständig mit neuen Controllern rumärgern. Da habe ich schon an den Switch-Controller gewöhnt. Dann der Switch-Pro-Controller, der auch ein bisschen schwierig zu managen ist. Dann noch Xbox. Benutze ich ja privat aktuell ziemlich viel. Und für euch PlayStation, ja. Jetzt den hier. Vater starb letzte Nacht. Ich bin so müde, aber ich kann nicht schlafen. Nicht so lange die Sonne scheint. Es ist so schön hier oben. Das ist richtig. Sieht auch schon geil aus. Sieht auch schon geil aus. Kann man echt nichts sagen. Nehmen wir nochmal die Blume hier mit. Wie, du spielst CSGO? Oh, 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 oh. Stimmt, du spielst ja mit dem Adriano. Wie, zu ja auch? Lol. Und nein, ich werde kein CSGO spielen. Ich bin kein Shooter. Wenn ich nicht, wäre dann... Stimmt, mit dem Adriano, mit dem Andi will ja keiner mehr spielen. Zumindest kein Dingsbums mehr. Kein Mario Kart mehr. So. Den Schrein haben wir doch auch schon. Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Komm, jetzt spring doch da runter, du Lümmel. Ist jetzt nicht so tief. Andi und Blub. Chrissy Boy. Chrissy Boy. Where are you, my... Nein! Fuck! Wie, ich hab überlebt. Wie denn das? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber irgendwie habe ich überlebt. Schön. Okay.
So viel zum Thema runterrennen. Kannst du das auch mit Zora machen? Nein, du sollst nicht von Zora runterspringen, du sollst mit Zora springen. Kollt ihr so oder könnt ihr auch in die Lobby gehen? So, warte mal, ich will mal was. Ich will mal gucken. Ich mache das jetzt ein bisschen systematisch. Da ist doch noch was. Ich finde es schade, dass es so geregelt ist, dass Autos schneller oder langsamer zum Freischalten gibt. Autos? Das ist dann leider Glückssache und. Meinst du, bei meinem Mario Kart? Hast du ja gesehen, ich nehme langsam aufs Fahrzeug und dann warst du Nummer 1. Ja, das finde ich sowieso. Also, dass Nintendo sich dazu entschieden hat, dass man bessere Autos und Bikes so Stück für Stück freischalten kann. Und es wirklich Zufall, random Glück und Farming ist, um besser zu sein. Bei gleichem Skill. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein Abfuck. Es ist einfach so traurig, dass Nintendo diese Fuckschiene gefahren ist. Das nächste Mario Kart werde ich mir zweimal überlegen. Bin aber überlegen, ob ich einen Mario Odyssey holen soll. Ist bestimmt wieder im Mongolengebiet. Warte. Muss mal gucken, wie lange wir am Recorden sind. Aber normalerweise. Noch irgendwelche Runterlad-Dinger? Nee, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die Version kann ich runterlöschen, wenn ich die fertig runtergeladen habe. Aber ich brauche die Starter-Disk dafür, meine ich. Früher waren es nur Fahrzeuge, die etwas mehr Tempo hatten. Manche mehr Gewicht. Aber da fand ich das Ganze noch balanced. Ja, heute ist einfach nur noch. Heute ist es nun. Warum hast du mich gesehen, du Lümmel? Nur der da oben, ne? Befreie die Gefangenen. Töte Gegner mit einer perfekten Parade. Bonus, ja, Bonus mir egal. Ja, ich weiß nicht, was sie sich bei Mario Kart damals gedacht haben. Schwieriger mit mir in dem Spiel zu zielen. Fuck, ich habe keine Pfeile mehr. Och man. Ich will zwar nichts sagen, aber. Es soll doch nur kurz ausweichen. Und nicht gleich so eine fette Rolle machen. Ich meine, komm schon. Das Kampfsystem ist okay, aber nicht perfekt. Sag ich ganz ehrlich. Das ist meine Meinung zu dem Spiel. Aber an sich ist es sehr interessant. Aber warum ruckelt das? Ja. Hol! Und du kriegst zu hart da!
Watch it, Betty! Kriegen wir hin. Nur einmal Stahl? Aber dafür Vorräte. Artefakt der Mongolen, Aufzeichnungen, Werbebanner. Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. Die Musik ist cool. Ich mag die einfach. Hier hat doch jemand Pfeile geschossen. Wo ist dieser Lappen dann hin? Der muss natürlich genau... Willst du mich verarschen? Wo ist dieser Klopikser denn hin? Ich bin mir am Überlegen, für was ich mir Blacktail holen soll. Ob ich es mir für PC hole oder für doch lieber für Konsolen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Blacktail was für die Switch ist. Switch ist eher, ist halt auch eine portable Konsole. Dementsprechend möchte ich da eigentlich nicht so viele ultra geile Titel reinsetzen. Ich meine, an sich habe ich kein Problem damit. Sag ich ganz ehrlich, ist nicht das Problem. Mir geht es eher nur darum, wie viel FPS schafft die Switch. Die Switch schafft nicht bei allen Spielen 60 FPS. Und dass 30 FPS für euch ruckelig ankommen, ist in dem Sinne halt normal. Ist aber grausam. Das haben wir ja bei diesem Spiel schon gesehen. Ja, PC ist natürlich am besten, klar. Yo. Blöder Hund! Ich hasse Speerkämpfer! Verbrenne, du Wichser! Eigentlich noch nicht so. Da oben ist noch ein kleiner Lappen, aber. Ich will nicht sagen, das Spiel hat einen Bug. Aber. Ich glaube, der sollte da nicht stehen. Thank you.
Klappe. Ist okay. Ist okay. Ja, also. Lustig, ne? Warte mal. Noch. Ich muss das nicht zerstören. Warte mal, hier gibt's noch was. Munition. Was haben wir denn hier überhaupt für Aufgaben? Warum sind die denn verschwunden? Gosto of Tsushima. Legen wir erstmal den Gefangenen hier frei. Meine PC-Version ist meistens immer so, dass die am billigsten sind. Frage ist halt nur, ob ich sie mir vielleicht auch für die PlayStation holen will. An sich ist es ja Schnuppe. Der Vorteil ist natürlich halt, wenn ich es mir... Nee, nicht zweimal. Ich spreche jetzt von Plague Tale Innocence. Das, was jetzt im November rauskommt. Der zweite Teil von Plague Tale. Der kommt im Oktober. Von dem spreche ich. Weißt du, wenn ich... Von was du zweimal sprichst? Plague Tale Innocence... Ja gut, vielleicht habe ich... Plague Tale Innocence ist das, was ich gespielt habe. Plague Tale Requiem... ist das, was ich noch... was ich will. Genau, um es mal richtig... um es richtig zu betiteln. So, ich würde sagen, für die YouTuber, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, Horizon Forbidden West geht natürlich weiter. Wenn ich es mir nach dem Stream fertig runtergeladen habe, dann spielen wir auch die PS5-Version. Ich werde jetzt mit Greenscreen und allem drum und dran, werde ich mal ein bisschen lassen. Erstens frisst das zu viel Platz im Zimmer. Zweitens habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das Spiel großartig aufwertet. Vielleicht mit Facecam ist okay. Von daher. Macht's gut, bis zum nächsten Part von Ghost of Tsushima. Die Streamleute, die bleibt einfach drin.